Ja, hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Ihr habt ja eben mein Video gesehen. Wen mal interessiert, wie man sowas herstellen kann, dem zeige ich das jetzt mal. Ganz einfach erklärt, damit es auch jeder versteht. Wir haben jetzt erstmal Adobe After Effects geöffnet. Wer das nicht hat, ladet euch die Testversion einfach herunter aus dem Internet. Die geht 30 Tage, habe ich auch gemacht. Und dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Wir gehen jetzt erstmal auf Datei importieren und suchen uns die Dateien raus, die wir halt brauchen, um das Video zu erstellen. Ja, hier haben wir die Dateien. Einmal die Rohdatei vor dem Greenscreen. Dann haben wir hier noch eine Datei, das ist einfach nur ein Bild als Hintergrund. Und für die Augen nehmen wir nachher so ein Feuer. Und dann haben wir hier noch diesen Scary Sound, den ich am Anfang benutzt habe. Unser Greenscreen-Video habe ich jetzt einfach mal mit der Maus markiert und das ziehe ich jetzt mal hier in den unteren linken Bereich rein und dann ist es hier drin und jetzt müssen wir es einfach erstmal ein bisschen kürzen. Dazu nehmen wir uns mal hier diese Zeitmarke, fahren mal so ein bisschen vor, wo ich halt angefangen habe, da so ein bisschen zu stöhnen. Ungefähr hier, dann lassen wir einfach los. Dann haben wir hier links diesen Arbeitsbereich. Ist so ein gelber Balken, den ziehen wir einfach mal hier rüber, zack. Und jetzt greifen wir uns wieder die Zeitmarke, einfach linke Maustaste gedrückt halten und gehen so lange nach rechts, bis das Video dann halt zu Ende ist. Ich denke mal, ungefähr hier war es gewesen. Jetzt nehmen wir auf der rechten Seite den Arbeitsbereich und ziehen den halt hier nach links rüber. Dann haben wir hier so einen grauen Balken hier oben, rechte Maustaste, Komposition auf Arbeitsbereich Trim. Und jetzt haben wir schon einen Anfang und ein Ende von dem Video. Jetzt wollen wir das natürlich greenscreenmäßig behandeln. Ist ganz einfach. Ihr geht auf Effekte, Keys und dann Key Light in Klammern 1.2 nennt sich das bei mir. Dann geht hier links so ein Arbeitsbereich auf. Da gibt bei Screen Color gibt es eine Pipette. Da klicken wir jetzt mal drauf, zack, hier geht eine Pipette dann auf und jetzt klicken wir einfach mal hier auf grün. So, jetzt haben wir alles, was grün ist, weggemacht. Sieht man auch an dem Pudding hier, der Pudding ist jetzt nicht mehr grün, der ist jetzt so totes Gehirn, schwarz ist auch okay. Jetzt gehen wir auf Final Results, da ist so ein Dropdown-File, da klicken wir drauf und gehen auf Combined Matte oder wie man das auch immer ausspricht, keine Ahnung. Und jetzt kann man das Video noch ein bisschen bearbeiten. Jetzt klickt man hier auf Screen Matte. Und dann gibt es einmal Clip Black und Clip White. Und wenn man jetzt mit der Maus da drauf fährt, dann erscheint so eine Hand. Ihr drückt jetzt einfach mal die linke Maustaste und dann könnt ihr den Wert hier verändern. Ich mache das immer so. Ich gehe wieder auf dieses Dropdown hier, gehe auf Final Result und dann sehe ich das Video wieder richtig und dann könnt ihr jetzt halt hier mit dem Schwarzwert spielen. Ja, nehmen wir mal so und mit dem Weißwert, der da drunter liegt. Das müsst ihr dann schauen, wie ihr das am besten dann einstellt, was euch gefällt. Ihr könnt das Video auch dann hier unten bei der Zeitmarke mit der linken Maustaste ein bisschen verschieben und dann seht ihr halt Bereiche, die nachher nicht so toll sind. Nun klicken wir wieder oben links auf Projekt und ziehen uns diesen dunklen Raum mal hier unten rein. So, jetzt haben wir den schon im Hintergrund. Hurra! Jetzt seht ihr aber,
wenn ihr mal das Video anklickt, ganz links, ja, ich muss mal gerade zeigen, hier ganz links ist so ein Bereich, der, ja, der stört ein bisschen. Ihr könnt das Video jetzt ein bisschen größer ziehen zum Beispiel. Dann ist der Bereich hier gleich weg. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Alternativ könnte man den Bereich auch ausschneiden, der halt einen stört. Jetzt wollen wir noch in die Augen das Feuer machen. Dann nehmen wir uns hier unser Feuer, ziehen das runter. Und ja, das sieht man jetzt noch nicht, weil es halt hinter dem Foto liegt. Wir klicken hier links unten auf Feuer, dass es markiert ist, und schieben es dann mal einmal hoch. Und dann haben wir jetzt hier hinten schon unser Feuer. Das können wir jetzt ein bisschen kleiner machen und dann so hinter die Augen schon schieben. Ich will euch aber auch noch was zeigen. Hier links sehen noch so Augen, die können wir jetzt mal ausblenden, dass nur unser Feuer hier steht. Und jetzt klicken wir mal hier oben auf das Zeichenstiftwerkzeug. Und jetzt suchen wir uns mal hier so einen Feuerbereich aus und klicken einfach immer mit der Maus ungefähr so eine Form, wie der Kopf aussieht. Zack. Nun nehmen wir wieder die Ansicht mit dazu und können jetzt diesen ausgewählten Bereich, diesen Feuerbereich, können wir jetzt auch dann verschieben. Wir klicken dann wieder auf Feuer, dass es markiert ist, und verschieben das Ganze jetzt mal. Um das zu verschieben, wechseln wir aus dem Zeichenstiftwerkzeug in das Auswahlwerkzeug. Das ist also dieser Pfeil, da klicke ich einfach mal drauf. Und jetzt gibt es hier, ja, so sieht aus wie so ein Fadenkreuz hier oben links im Eck. Zeig's nochmal, da könnt ihr es nämlich prima verschieben. Also hier oben links im Eck ist so ein Fadenkreuz. Da klickt ihr mit der linken Maustaste drauf und dann könnt ihr das prima verschieben. Jetzt wollen wir natürlich, dass sich der Kopf bewegt, dass das Feuer mitgeht. Jetzt könnt ihr prima hier die Ränder so ein bisschen verschieben, also ein bisschen die Größe ändern. In dem Bereich, der hinter dem Kopf liegt, weil wenn ihr es zu weit schieben würdet, ja, dann würde man das nachher im Video sehen. Und jetzt lässt man das Video einfach mal laufen. Und jetzt seht ihr schon, der Kopf bewegt sich. So, und wenn er sich gleich nach rechts bewegt, dann müsst ihr auf Space drücken, auf die Leertaste. Ah, hier hat man schon gesehen. Und dann so ein bisschen rüberziehen. Und dann wieder mit der Space-Taste weiterlaufen lassen. Taste, nicht Paste. So, sieht man hier wieder, ein bisschen so rüber. Hier unten kann man auch ein bisschen mehr machen. So. So, jetzt gehe ich langsam hier rüber. Und ja, jetzt kann man das halt so kleiner machen. Oder halt dann hier so ein bisschen wieder rüberziehen. Ich habe es halt immer so gemacht, dass ich halt diesen Bereich größer gemacht habe. Beziehungsweise auf der anderen Seite kleiner. Aber das könnt ihr ja dann machen, wie ihr Lust und Laune habt. So, jetzt gehe ich mal gerade auf den Anfang, um das euch dann nochmal zu zeigen. Und ihr seht ja gleich, der Bereich wandert mit. So, genau, jetzt wandert das Feuer mit. Und hier habt ihr jetzt links gesehen, da bin ich zu weit raus, das seht ihr dann nachher im Video. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fertig, kann man sagen. Ja, jetzt müssen wir die Datei nur noch speichern, Datei exportieren, an die Renderliste anfügen. Und dann klickt man hier auf Rendern. Jetzt wird das Video gerendert und dann können wir uns gleich anschauen. Je nachdem, wie potent euer Rechner ist, geht das schneller oder halt sehr, sehr langsam, weil die Dateien sind ja riesengroß. Ja, das Video ist fertig.
Das hört man diesen Brrrr. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe das Video mal in meinen Ordner reingeschoben, wo wir eben die Rohdateien hergeholt haben. Und jetzt guckt mal hier. Das Video ist 8,47 GB groß. Und das geht gerade mal, ja, nur immer 2 Minuten. So schaut das dann aus. Es hat natürlich Probleme beim Abspielen. Wie gesagt, das ist ungeheuer hardwarefressend. Aber wir können das mal gleich in den Movie Maker reinpacken. Ja, das Video ist jetzt im Movie Maker drin. Und jetzt denkt man sich, wo ist denn mein Sound hin? Ja, ich kann euch sagen, woran das liegt. Passt mal auf. Das hier war ja meine Rohdatei gewesen. Und zwar, das ist eine, hier unten seht ihr es, eine MTS-Datei. Also ich habe eine kleine Sony-Cam, Full HD mit 50 Bildern pro Sekunde, also 50p. Und da zickt halt After Effects ein bisschen rum, beziehungsweise will keinen Sound darstellen. Deswegen wandeln wir unsere Rohdatei einfach in eine MP4-File um. Dazu habe ich das Programm Xmedia Recode aufgerufen. Ich habe noch ein bisschen ältere Version drauf. Das Programm ist Freeware, also könnt ihr euch umsonst installieren. Wir suchen uns die Datei aus, also unsere Rohdatei. Das war diese hier gewesen. Dann haben wir MP4 ausgewählt. Gehen mit der linken Maustaste auf den Dateinamen, dass dieser markiert ist, also blau hinterlegt. Gehen auf Job hinzufügen, oben in der Mitte. Und dann drücken wir auf Codieren. Dann wird die Datei umgewandelt. So, die Datei wurde umgewandelt. Und hier ist sie jetzt. Gehen wir auf Eigenschaften. Ja, und jetzt haben wir eine MP4-File daraus gemacht. Und da haben wir dann auch Sound bei After Effects. Das könnt ihr auch ganz einfach daran erkennen, bei meinem Rohvideo wird kein Lautsprechersymbol hier angezeigt. Nur bei diesem Feuer, das kann man ein- und ausblenden, wenn ihr mal ganz links hier unten jetzt guckt. Und bei dem Video, ja, kann man halt gar nichts erst anwählen. Jetzt nehmen wir mal die Datei von eben, die wir umgewandelt haben, das war ja diese hier. Und ziehen die jetzt mal hier runter rein. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier ein Symbol vom Lautsprecher. Also, ihr könnt jetzt den Sound an- oder ausschalten. Und somit könnt ihr ganz einfach dann ein Greenscreen-Video erstellen, zum Beispiel zu Halloween. Und das dann im Movie Maker bearbeiten. Hier seht ihr halt noch diese MP3, die ich da drunter reingezogen habe und habe das Ganze damit so ein bisschen Sound hinterlegt. Möchtet ihr jetzt noch ein cooles Vorschaubild für eure YouTube-Videos haben, also die Thumbnails, dann könnt ihr mal das fertige Video mit einem Player öffnen. Ich habe jetzt hier den VLC-Player, geht mit Doppelklick in den Vollbildmodus. Dann sucht ihr euch die Stelle raus, welche ihr als Bildschirmkopie gerne als Vorschaubild haben möchtet. Ich habe zum Beispiel dieses jetzt hier genommen. Zieht die Maus ganz runter und lasst die Finger davon, damit die Medialeiste hier verschwindet. Und dann drückt ihr auf der Tastatur einmal die Drucktaste. Jetzt habt ihr eine Bildschirmkopie gemacht und dann öffnet ihr einfach mal ein Foto, was ihr schon auf dem PC habt. Ich habe das jetzt hier mit Iron View geöffnet. Geht auf Bearbeiten, auf Einfügen und hier seht ihr die Bildschirmkopie. Jetzt geht ihr auf Datei, Speichern, Unter und jetzt könnt ihr euch das Foto hier selber benennen. Ich mache das jetzt einfach mal mit Muster und gehe mal auf Speichern. Ja, ich bin jetzt mal in meinem YouTube-Kanal und zwar beim Bearbeitungsmodus. Das hier ist nur so ein Test.
Jetzt steht ja hier benutzerdefiniertes Thumbnail. Da klicke ich das mal drauf und jetzt muss ich mir das Foto nur noch aussuchen, was ich haben möchte. Das habe ich jetzt gerade ausgewählt und wie man sieht, ist das nachher hier mein Vorschaubild. Und so kann man ganz einfach coole Vorschaubilder für YouTube-Videos erstellen. Also ich bin absolut kein Profi, was jetzt das Arbeiten mit After Effects angeht. Ich habe bis vor anderthalb Monaten überhaupt noch nicht damit gearbeitet. Aber wenn ich eine Idee zu einem Video habe, dann schaue ich immer bei YouTube, wer hat das eventuell schon mal gemacht oder geht in die ähnliche Richtung. Dann informiere ich mich und versuche das dann bestmöglichst umzusetzen. Ein anderer YouTuber, und zwar der nennt sich Halbwurm bzw. Sakusa, der kennt sich da schon ein bisschen besser aus. Der hat da richtig gute After Effects Videos schon gemacht. Falls euch so Sachen interessieren, könnt ihr gerne mal bei seinem Kanal vorbeischauen. Der hilft euch da bestimmt dann auch bei Fragen weiter. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie man so ein Greenscreen-Video erstellen kann. Ich habe ja bereits in meinen anderen Videos das ganze Equipment, was man so dafür braucht, vorgestellt. Ist eigentlich relativ günstig. Ich vergleiche da immer gerne bei Amazon und suche mir dann preis-leistungstechnisch das Beste raus. Wer Interesse an weiteren Videos hat, ich werde bestimmt noch das ein oder andere erstellen. Abonniert mich einfach und das war wieder der Testmischel. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.